Hallöchen, ich habe wieder mal einen Haul für euch und zwar habe ich ein bisschen gesammelt. Hier liegen drei Action-Kassenzettel. Ich war in Marzahn, das ist der längste Kassenzettel, in Biesdorf und in Spandau. Das habe ich jetzt gesammelt. Seit Ende Oktober war ich, wie gesagt, schon mehrfach da. Ich hoffe, das sind jetzt auch alle Kassenzettel. Bei den meisten Sachen weiß ich ja die Preise an sich auch. Wir fangen einfach mal an. Und zwar habe ich einmal hier aus der Weihnachtsabteilung dieses Set mitgenommen. Das soll jetzt schon ab 3 Jahren sein. Meine Nichte wird nächsten Monat 3. Da dachte ich, da kann man das vielleicht mit ihr mal ausprobieren. Da kann man diese Figuren mitmachen, die hier abgebildet sind. Das sind halt so eine Art Perlen, wie bei Bügelperlen, wie man es kennt, dass man sie auf so eine Platte legt. Aber die sprüht man mit Wasser an und dann sind sie wohl nach einer Stunde fest. Ja. Das Set hat 1,99 gekostet, wenn ich jetzt nicht ganz irre. Das habe ich, glaube ich, auch in Marzahn mitgenommen. Mal gucken, ob ich es so auf die Schnelle finde. Das war was anderes. Ja, das ist wieder ein längerer Zettel. Wasserperlen-Set, Weihnachten. 500 Perlen sollen wohl drin sein, wie hier unten abgebildet ist. Hey, Fokus. 8 solche Vorlagen für die Motive. Dann diese Platte, eine Pinzette und diese Sprühflasche. Muss man natürlich mit ihr zusammen machen. Das sind relativ kleine Kugeln, dass die nicht alle runterkullern oder verloren gehen. Vielleicht irgendwie in eine Schale rein. Und dann muss man mal gucken, ob wir das schon hinbekommen, dann mit 3. Wenn nicht, kann man es ja auch noch aufheben. Gab es 2 verschiedene Sets, aber ich fand jetzt von den Motiven her dieses Set mit dem Schneemann und Rentier irgendwie schöner. Daher habe ich das mitgenommen. So, dann haben wir. Das habe ich heute gekauft. Dieses Set, da gibt es verschiedene. Da kann man auch aus Styropor so Weihnachtsbäumchen designen. Habe ich gesehen. Und ich fand jetzt aber das mit den Kugeln ganz witzig, obwohl ich wahrscheinlich die nicht unbedingt so machen werde, wie sie hier abgebildet sind. Mal schauen. Man kann die Sachen, die drin sind, halt auch anders verwenden. Washi-Tape Polyballs. Also es sind wie Styroporkugeln. 3 Stück müssten drin sein. Dann müssten 4 verschiedene Washis dabei sein. 3 verschiedene Bänder und dann die sind, glaube ich, zum Aufhängen mit der Öse, die langen Dinger, die man reinpiekst. Genau, die kommen dann oben rein. Dann diese Stifte, die man halt in die Pailletten reinpiekst und Pailletten in Rot, Grün und Gold. Ich hatte mir ja letztens schon mal ein ähnliches Set geholt mit solchen Stiften und den Pailletten zum Dekorieren und da kann ich mir dann was einfallen lassen. Das Tape kann man ja auch so benutzen. Ich fand das nur ganz witzig und da ich auch keine Styroporkugeln mehr bekommen habe, habe ich mir jetzt dieses Set mitgenommen. Und zwar hat das gekostet, das habe ich in Biesdorf mitgenommen. Müssten auch 1,99 gewesen sein. Genau, Bastelset Weihnachten gibt es verschiedene Varianten, auch 1,99. Ab in die Ecke. Dann auch heute mitgenommen, da habe ich mal so ein bisschen gestöbert. Die kennen wir ja alle, diese Embossed-Stickers. Da gibt es jetzt momentan ein paar neue Motive, so weihnachtliche. Da fand ich dieses ganz hübsch mit diesen Vögeln. Ja, es ist ja jetzt nicht unbedingt weihnachtlich, eher winterlich, würde ich sagen. Aber hier auch diese Bordüre finde ich sehr schön. Den Tannenzweig, Ilex, Weihnachtsstern mit den Vögeln halt. Kann ich sehr gut für ein paar Projekte verwenden. Hier auch schön. Oh. Und das glitzert natürlich wieder. Also dieses Set, da sind immer 2 große Bogen drin. Das ist auch lustig. Da sind Pflaumen, glaube ich, dran. Ja. Also fast so ein bisschen herbstlich, winterlich angehaucht. Gibt es verschiedene, müsst ihr halt mal schauen, was euch da gefällt. Die kosten, 2 große Bogen sind drin, 94 Cent. Dann auch für meine Nichte, die wie gesagt, habe ich gesagt, nächsten Monat, das ist ja schon diesen Monat, wir haben ja schon November, die Ende des Monats jetzt 3 wird. Sie hat letztens schon so eine Puppe bekommen vom Action, bekommt jetzt zum Geburtstag von den Eltern noch einen Puppenwagen geschenkt. Und da habe ich heute mal nach Kleidung geschaut. Die Puppe ist 40 cm, die sie hat. Da passt das perfekt, die Puppenkleidung, die Action hat. Habe ich einmal hier diesen pink-weiß gestreiften Strampler bekommen. Den fand ich ganz niedlich. Kostet je Set immer 1,99. Und sie selbst liebt auch Kleidchen. Auch ein Puppenkleidchen in pink mit grau. Sieht man das? Ja. Für die Kleine zum Geburtstag noch mitgenommen. Die 1,99. So, dann, wo wir gerade dabei sind. Auch das Set habe ich für sie mitgenommen. Das ist ein Doktor-Set. Da habe ich heute gesehen, es gibt auch noch ein größeres Set mit einem richtigen Koffer. Aber ich fand das jetzt hier ausreichend.
zum Spielen. Was habe ich dafür bezahlt? Wenn ich jetzt wüsste, wo habe ich es gekauft? Ich habe es, glaube ich, in Marzahn gekauft, ja. Der Zettel ist eindeutig zu lang. Aber wir haben es gleich. Ich glaube, das war auch so um die 1,99 gewesen. Ich habe es vorhin schon gesehen. Ja, bei der Menge ist das jetzt wieder ein bisschen schwierig. Puppen, nee, das ist es nicht. Wasserperlen hatten wir schon. Also ich glaube, so um die 2 Euro war das Set gewesen. Mehr hat es eigentlich nicht gekostet. Doktorspielset, ja 1,99. Verschiedene Varianten, okay. Ich denke, das gab jetzt eigentlich nur das eine Set. Da ist ja halt so ein bisschen was drin, eine Schachtel mit Pflastern. Dann haben wir hier, das ist ganz witzig, seht ihr das? Das sieht aus wie so eine Blisterpackung mit Tabletten oder Kapseln. Da sind aber natürlich keine drin, das ist nur nachgemacht. Ich denke mal, hier in der Schachtel ist auch nichts drin mit dem Pflaster. Dann haben wir hier wie so ein Spatel. Der Schale, dann eine Brille, eine Spritze, Stethoskop zum Abhören, also so ein bisschen so ein Starter-Set. Ach, hier hinten auf der Pappe ist auch noch, da sind auch noch Pflaster drauf, die man ausschneiden kann aus Pappe. Das ist natürlich auch witzig gemacht. Die Kärtchen kann man beschriften. Also ich fand das ganz niedlich, so zum Spielen. Schön kindgerecht. Musste ich mitnehmen. Da würde sie sich sicherlich freuen. Weil sie nämlich jetzt anfängt, das so nachzumachen, wenn sie beim Arzt untersucht wird. Da fand ich das ganz passend. Weiter geht's. Dann, ja, was soll ich sagen? Ich kann immer an solchen Sachen nicht dran und die liebe ich. Die hole ich mir jedes Jahr, wenn es die Weihnachtsnaschereien reingibt. Lebkuchenherzen mit Aprikosenfüllung. Die sind jetzt mal von Action gewesen. Da haben sie, glaube ich, gekostet. Was war das? 92 Cent oder so. Ich glaube, ich habe sie in Marzahn gekauft. Ja, da sind die Süßigkeiten, glaube ich, mit drauf. Lebkuchenherzen, ja, 92 Cent das Päckchen. Die leben aber auch nicht mehr lange, wenn sie jetzt abgedreht sind, denke ich mal. Wo wir gerade bei den Knappereien und so sind. Oh, rasche, rasche. Ja, furchtbar. Die hier, die hatte ich letztens schon mal. Die sind sehr lecker. Leider kriege ich die mit Käse nicht mehr, die Sorte. Also es gab jetzt überall nur diese Naturell. Aber ist egal, ich habe eh da einen Dip zu und dann schmecken die einfach nur lecker. 79 Cent. Dann war jetzt auch die Woche im Angebot gewesen, habe ich mal mitgenommen. Diese Twix Mini-Riegel für 1,22 sind wohl 10 solche Mini-Twix drin. Immer diese Naschereien, schlimm, aber ich kann es einfach nicht lassen. So, dann habe ich heute mitgenommen. Ich habe sonst sowas nie gekauft, aber die fand ich gut, weil die sind neutral. Einfach nur so aus einem Kraftpapier mit Kordel dabei zum irgendwo dranbinden. Diese Tags, es sind jeweils 20 drin. 24 wäre jetzt besser gewesen. Aber da nur 20 sind, habe ich zwei Päckchen genommen. Denn ich habe da was Bestimmtes mit vor. Für einen Adventskalender möchte ich die nämlich verwenden. Und zwar, die habe ich heute in Biesdorf mitgenommen. Kosten jeweils 39 Cent. Fand ich okay. Ein guter Preis. Da kann man die dann mal nehmen. Geht einfach schneller bei der Menge von Kalendern, die ich jetzt momentan noch zu machen habe. Dann auch heute mitgekommen. Die habe ich letztens in Marzahn vergeblich gesucht. Jetzt habe ich sie aber in Wiesdorf bekommen. Diese Marker. Also man hat jede Farbe jetzt doppelt drin. Die kennt ihr sicherlich schon aus anderen Videos. Lila, Grün, Blau, Orange, Gelb und Pink. Highlighter, also quasi Textmarker. Die haben eine schöne feine Spitze. Man könnte also theoretisch auch mitschreiben. Und ich mag sowas generell. Ich benutze solche Stifte immer gerne. Die kosten 1,49. Gibt es auch noch normale Feinliner von, aber ich wollte halt diese Textmarker oder Highlighter, wie sie sich jetzt nennen. Dann auch endlich heute bekommen. Da habe ich jetzt schon bestimmt seit Wochen nachgesucht. Das war der letzte von den kleinen Blöcken aus der Reihe, die mir gefehlt hatten. Der kraftfarbene mit Foliendruck. Es blendet natürlich wieder im Licht. Ja, man kann jetzt natürlich schlecht sehen, weil die sind jetzt immer zu geklebt. Aber hier haben jetzt Schneeflocken, wie man sieht. Dieses Gold gestreift. Das ist immer mit Gold und Silber abwechselnd. Dann diese Schrift. Die Blumen oder Weihnachtssterne. Kleine Sternchen. Und Tannenbäume. Also so wie man es hier vorne sieht, so sieht das auf dem Papier dann halt auch aus. Die kosten 89 Cent. Der musste mit, der fehlte mir noch. Dann habe ich letztens, ich glaube, in Marzahn gekauft. Diese hier. Die habt ihr sicherlich auch schon irgendwo gesehen. Also ich habe die schon in anderen Videos gesehen. Da sind so zwei Bogen, ich denke mal, das ist A5 Größe, das Format steht hier, glaube ich, nicht direkt mit drauf. Wie man hier sieht, das ist wie ein Stoff,
Es ist aber auch, glaube ich, selbstklebend. Es gibt die Varianten, die hier zu sehen sind, also diese vier Animal Prints und dann diese, aber die sind so sehr wuschelig, ich denke mal, die fusseln nachher ab oder so. Da habe ich mich einmal für dieses, naja, Zebra in Pink quasi entschieden und dieses Motiv fand ich sehr schön. Da kann man zum Beispiel ein Album oder irgendwie was mit beziehen oder ein Notizbuch oder irgendwas, fand ich mal ganz hübsch. Das ist mal was anderes. Die liegen bei uns in der Kinderabteilung bei den Bastelsachen. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, davon habe ich ja auch zwei gekauft, ob ich das jetzt auf Anhieb wieder finde. Die waren irgendwas mit 79 Cent oder irgendwie sowas in dem Dreh. Oder habe ich die schon wieder länger liegen und ich habe den Kassenzettel verbummelt. Also irgendwie was so um die 79 Cent, glaube ich, war das gewesen. Wenn ich es noch finde, sage ich Bescheid. Ansonsten, ja. Ich habe so viel jetzt gesammelt die letzte Zeit. Da kann sein, dass mir was untergegangen ist. Dann, das habe ich mir letztens in Spandau mitgenommen, als ich die Lil Gabi besucht habe und wir im Action waren. Will ich mal ausprobieren. Eine Gesichtstonmaske als Peeling. 1,78, die war zu der Zeit im Wochenangebot, als ich sie gekauft habe. Ups. Absorbiert Fett und Talg für normale Haut. Peelingpartikel aus Pekannuss, Teebaumöl, weiße Tonerde, Kaolin. Ja, will ich einfach mal testen. Gerade so in der kalten Jahreszeit habe ich immer eine sehr raue Haut. Muss die immer pflegen, damit sie nicht so schuppig ist. Und daher will ich das mal ausprobieren. Dann, was habe ich noch gekauft? Hier auch noch für die Puppe habe ich so eine magische Trinkflasche mitgenommen. Ja, kennt man sicherlich. Ich kenne es noch aus der Kindheit. Die ist, glaube ich, auch in Marzahn mitgekommen. Ups, Puppenzaubertrinkflasche, 59 Cent. Ja, da kann man nichts falsch machen. Hat sie für ihre Püppi, wie sie sagt, noch ein Fläschchen. Braucht man ja alles als Puppenmutti. Dann auch in Spandau gekauft, war zu der Zeit auch im Wochenangebot, habe ich mir mal hier von denen welche mitgenommen. Metallic hatte ich, glaube ich, sogar noch gar keine. Lila, rosa, türkis und gelb, also so eine pastelligen Farben, obwohl es hier eher wie so ein helles Blau ist, aber ich fand die Farben sehr hübsch. Und die sind halt metallisch. Ist jetzt zwar nicht weihnachtlich oder so, aber man kann ja zu besonderen Anlässen immer mal sowas gebrauchen, wenn es mal schnell gehen soll. Und dann das hier, das ist ein dunkles Blau, ein dunkles Rot, türkis und grün. Sorry, mein Kabel steckte nicht richtig und der Akku meckerte. Also, diese Variante, da war jetzt blau, ist jetzt nicht für Weihnachten, würde ich mal sagen, mag ich nicht so, aber dieses Grün hier und das kräftige Rot finde ich da sehr schön. Die sind jetzt in A6 Größe, die waren im Angebot für je 48 Cent das Päckchen. Daher habe ich die mal mitgenommen und in den gleichen Farben hier noch in 13x13. Die ganz großen gab es nicht, aber muss auch nicht sein. Beide Farbvarianten nochmal in 13x13 quadratisch, wenn man mal was anderes an Format haben möchte. Dann auch gekauft, da sind jetzt aber nur noch ein paar übrig, hatten wir uns diese. Jeder halt eine Sorte, es sind immer drei Päckchen drin, kosten jeweils 99 Cent, ist halt Frucht mit Wasser. Ist mal was anderes als immer der süße Eistee und wir hatten halt Durst nach dem Shoppen. Daher haben wir uns die mal mitgenommen. Einmal hier Apfel, schwarze Johannisbeere und Apfel tropisch. Also die Sorte ist mein Favorit, die trinke ich immer. Ganz gerne schmecken mir besser als das andere. Das andere ist noch ein bisschen herb. Aber wer es mag, der kann die auch mal testen. So, dann habe ich dieses hier noch gefunden. Da lagen bei uns welche, die waren total günstig. Die habe ich dann einmal mitgenommen. War das jetzt in Marzahn? Ich glaube ja. Irgendwie was mit 39 Cent. Bastelfigurenholz. Genau, 39 Cent. Es gab noch ein anderes Set mit einem Schuh, glaube ich, und einem Hut oder sowas drin. Aber ich fand das jetzt hier ganz witzig. Passt vielleicht auch so ein bisschen zu Weihnachten, wer da drauf steht. Das habe ich einmal mitgenommen. Da musste man ganz schön aufpassen. Da waren schon Sets bei, da waren die Teile zerbrochen. So, dann habe ich auch wieder einiges an Twinmarkern. Ich hatte euch ja letztens schon gezeigt, dass es da wieder neue gibt. Und da habe ich natürlich für ein paar Mädels noch welche mitgebracht. Und zwar einmal hier dieses Set in Blau. Da ist die 69 und die 72 neu. Kosten je 99 Cent, wie immer. Dann hier dieses Set. Da ist die F126 und die 138 neu. Das ist so Neonpink quasi. Die gab es schon, also war schon in einem anderen Paket drin. Hier ist nur die 174 neu. Das habe ich nochmal bekommen.
Und das ist auch nochmal das blaue Set. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch mehr kommt. Müssen wir mal schauen. Hier ist noch so ein Trinkpäckchen aufgetaucht. Zur Seite. Dann auch ganz neu, das habe ich in Marzahn mitgenommen. Habe ich jetzt auch schon in einigen Halls gesehen. Ist mal wieder was, was es schnell nach Berlin geschafft hat, komischerweise. Das ist quasi so eine, ja, eine Karte mit einem passenden Umschlag. Und dann so ähnlich wie diese Diamond-Bilder, halt nur mit dem Motiv, wo man diese, Steinchen draufklebt. Und ich fand den Fuchs einfach total niedlich, daher musste ich das mitnehmen. Ich hoffe, dass bei mir nicht auch so viele Steinchen fehlen. Also bei vielen habe ich das hier mitbekommen, dass da total viele von den Steinchen gefehlt hatten und die dann gar nicht fertig gemacht werden konnten. Aber irgendwie fliegen hier die Steinchen auch schon lose drin rum. Nicht, dass da dann auch die Hälfte fehlt. Ja, da fliegen überall die Steine schon drin rum. Na, mal gucken. Also eine Crystal Card Do It Yourself Set. 15x15 ist das Ganze. Der Fuchs ist total niedlich, daher habe ich es mitgenommen. Wartet mal, hier seht ihr die anderen Varianten. Den Baum, die Blumen, das Herz, Eule und ein Kürbis. Die Eule habe ich leider noch nicht gesehen. Die finde ich auch noch ganz niedlich. Das wäre ein Motiv, was mir gefallen würde. Aber die anderen muss man nicht so unbedingt haben. So, jetzt muss ich gerade mal schnell gucken. Kristallkarte 15x15. 1500 Steine, ne? Ob die da alle drin sind. 79 Cent kostet das Set. Ich hoffe, mein Akku macht heute mit und schmiert mir nicht zwischendurch wieder ab. Dann endlich bekommen, da habe ich jetzt schon eine längere Zeit nachgesucht. Die liebe Gabi hatte sich die gewünscht. Das sind diese Christmas Ball Hänger, steht hier. Also Weihnachtskugelaufhänger mit Umschlag. Also da sind Umschläge bei, wie man sieht. Im passenden Format, wo die reinpassen. Und dann sollen hier 8 solcher Karten drin sein. Die sind auch mit Glitzer. Die glitzern noch richtig schön. Frozen. Sie liebt ja Frozen. Einmal die Variante Frozen. Da ist auch noch Schnur mit bei. Also die kann man direkt anhängen. Pinkfarben hier. Dieses. Dann die Variante mit den Prinzessinnen. Da ist jetzt ein rotes Band dran. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Ah, Ariel. Und einmal die Variante Minnie Maus. Musste ich ganz schön wühlen, um die alle zu finden. Es gab nämlich noch Emojis, Cars und sowas. Aber diese drei hatte sie sich gewünscht. Und zwar, mal gucken, das sind 3 Stück, die müsste ich etwas schneller finden können. Ja, von wegen. Doch ganz oben stehen sie. 82 Cent pro Päckchen. Dann, da ich ja fleißig am Packen bin und ganz viel meine Sternenfolie, also Silberfolie mit roten Sternen drauf verwende für die Päckchen, die ich packe für die Adventskalender, fand ich das Set ganz schön. Das ist ein mattes Rot, ein einfaches Weiß und so ein glitzerndes Rot. Dann sind hier noch so ein paar Anhänger, die man dranhängen kann. Aber mir ging es eigentlich hauptsächlich um die Geschenkbänder, weil mein Rotes ist mir schon alle gegangen beim ersten Kalender. Und die anderen passen farblich einfach nicht so toll dazu. Silber hatte ich auch nicht mehr so viel. Von daher musste noch mal ein bisschen was her, was dazu passt. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich das so schnell finde. Wahrscheinlich wieder nicht. Deko-Set Weihnachten, verschiedene Varianten. 92 Cent, doch ich glaube, das ist das. Passt doch. Dann habe ich auch mitgenommen Weihnachtsabteilung, wo wir gerade dabei sind. Die zwei gefielen mir am besten. Kraftfarben mit Rot foliert. Sind jetzt 8 Stück drin. Wie man sieht, ist da immer ein Anhänger mit dran. Ein Band drumherum. Hier, diese Packung. Kissenschachteln fertig quasi, wenn es mal schnell gehen soll, eine Kleinigkeit verpacken. Oder auch super für Adventskalender natürlich, wenn man kleine Sachen hat. Und dann hier ein Weiß-Silber fand ich noch ganz schön. Habe ich mitgenommen, da kann ich dann mal ohne groß Aufwand noch was reinpacken. So, was haben wir jetzt hier? Wo steht das Ganze wieder? Luxus Geschenkverpackungen, 8 Stück, 59 Cent das Päckchen. Also wenn man sich da 3 Päckchen holt, dann hat man schnell einen Adventskalender zusammen. Also nicht schlecht. Dann Kinderabteilung wieder gestöbert. Und ja, ich glaube, die sind neu. Also mir sind sie noch nicht aufgefallen. Es gab jetzt hier so Stempelsets. Das sind, wenn ich es richtig sehe, so kleine Clear Stamps drunter. Sieht man das? Ja, ich glaube, man sieht es hier ganz gut. Einmal Variante Frozen mit so ein paar Motiven und Eiskristallen. Ein lila Stempelkissen. Gut, das wird jetzt nicht so der Hammer sein. Und so ein kleiner Block, beziehungsweise ja, so eine Art Acrylblock oder Griff, wo man die dann halt draufpatschen kann zum Stempeln. Ist wahrscheinlich für Kinderhände ganz gut. Und die Princess-Variante in Pink. Es gab, glaube ich, noch Trolls, hatte ich noch gesehen. Und Disney Cars gab es auch noch. Mehr so die Jungs-Variante. Die haben, wenn ich mich jetzt nicht irre, je 99 Cent gekostet. Wo stehen sie wieder? Zweimal. Ja. Ich wieder. Egal, ich suche schon mal das nächste raus. Vielleicht fällt es mir gleich noch ins Auge, aber ich bin der Meinung, die waren auch für jeweils 99 Cent gewesen. Habe ich die jetzt nicht in
Softdrink hatte ich euch gezeigt. Doch, die hatte ich eigentlich in Marzahn geholt. Ja, so dauert es natürlich auch wieder länger. Goldschreiber, bla 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 bla. Nee, das kommt alles noch. Egal. Doch, die stehen einzeln auf dem Zettel. Deswegen. Stempelset Trolls habe ich ja gar nicht geholt. Egal. Disney oder Trolls. 92 Cent sind das. Keine 99. Auch gut. Dann diese Anhänger. Die war das einzige Set, was mir jetzt so richtig gut gefiel, was da war. So in den klassischen Weihnachtsfarben ein bisschen. So mit Gold und so. Kann man auch super auf Adventskalender verbasteln. Eine Nummer dran und fertig ist das Ganze. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das so schnell finde. Die sind aber auch nicht so teuer. Was habe ich da noch mitgenommen? Ach, das sind die. Geschenktaschen sind das auch nicht. Ja, das finde ich jetzt wieder nicht, aber es ist nicht teuer. Wenn ich noch finde, gebe ich Bescheid. Eine Klebemaus, 95 Cent, kennen wir alle. Die musste noch mit, weil ich noch was fertig packen muss. Dann Holzstempel, die kosten immer je, wenn ich mich jetzt nicht irre, 97 Cent, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Da sind die beiden Sets nochmal mitgekommen. Ich glaube, das ist sogar neu. Das kannte ich so noch nicht. Die habe ich nochmal mitgenommen. So, dann einen kleinen Motivstanzer. Da habe ich endlich diese Babyfüßchen bekommen. Die waren ja sehr beliebt eine Zeit lang. Gab es aber immer nicht, wenn ich geschaut habe. 99 Cent. Der musste noch mit. Dann habe ich mitgenommen, gab es auch in der Weihnachtsabteilung in Marzahn Weihnachtsschmuck. Es gab Haargummis, Haarschleifen, verschiedene Ohrringsets. Ich habe jetzt eins mitgenommen, da sind so kleine glitzernde, irisierend glitzernde Ohrhänger bei und so Ohrstecker. 99 Cent das Päckchen. Ganz süß so für Weihnachten mit der Familie oder auf der Weihnachtsfeier. Und das fand ich niedlich. Das sind hier kleine Zopfgummis, obwohl, ja, die werden wahrscheinlich nicht viel aushalten, aber mal gucken. Fand ich einfach nur witzig. Oh, ist das rote Dings schon runtergerutscht. Und dann die Haarklammern hier. Die beiden Sets hatte ich mitgenommen. Je 99 Cent gefiel mir ganz gut. Mal ein schöner Gag. Dann waren jetzt wieder im Wochenangebot für 2,59 €, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die Unterhosen, Schlüpper, wie auch immer. Damenboxer nennen die sich ja. Zwei Stück in Uni. 2,59 €. Ja, ist richtig. Ich habe davon ja schon einige und immer mal sind sie wieder im Angebot. Dann nehme ich mir immer mal wieder ein Päckchen mit. Die trage ich echt gerne. Dann auch mitgekommen sind hier zweimal diese. Ja, das sind jetzt keine Spulen. Ich weiß nicht, die stehen wahrscheinlich so wieder auf dem Kassenzettel drauf. Das sind Klammern, genau. Da gibt es ja auch diese Spulen, die ich schon mal hatte. 79 Cent jeweils. Das sind jetzt die größeren. Es gibt auch noch ein Netz, da sind kleine Klammern drin, aber ich wollte die größeren auch für einen Adventskalender verwenden, da halt quasi was draufkleben mit Nummer. Da sind jetzt hier 15 Stück drin, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, 15 Stück jeweils, daher zweimal je 79 Cent. Die anderen waren mir zu klein. Dann für 1,99 € habe ich mir noch diese Hülle für mein Handy mitgenommen. Fand ich ganz süß. Die ist halt mit Goldglitzer und so Silber Sterne drauf. Ja, ich bin irgendwie gerade das Motiv mit der Ananas drauf. Leid, es passt nicht mehr zur Jahreszeit. Musste mal was anderes mit. Dann die hier habe ich auch noch einmal mitgenommen. Die Gold-Silberschreiber. Zwei Gold, eine Silber. Die kosten, glaube ich, irgendwas mit 45 Cent oder so, wenn ich mich nicht irre. Die sind total günstig und gar nicht schlecht für den Preis. 45 Cent, genau, ich habe recht. War ich doch wieder. Ah, hier habe ich noch mal einmal das Set. Mit der 178 ist hier neu und die anderen sind, glaube ich, nicht neu. Ups. Dann, die habe ich auch bekommen. Die sind ja momentan auch sehr beliebt. 49 Cent ein Doppelset. Ich zeige euch mal. Ich habe nur zwei mitgenommen. Die gefielen mir am besten jetzt von den Farben und Motiven. Und das mit dem Glitzer kann man eh nicht so toll lesen. Aber die fand ich ganz schön. Die kann man auch einfach mal auf eine Tauschpost oder so mit drauf. Wenn man da eine Post mit beilegt, kann man nichts falsch machen. So ein zwei große Bogen für. Seht ihr das auch alles? Der Tisch ist schon so voll. Zwei große Bogen, 49 Cent. Machen wir schnell weiter, bevor wir hier. Die hatte ich auch schon in einem anderen Video gesehen. Die fand ich ganz hübsch, beziehungsweise zwei habe ich mir ausgesucht. Da kostet ein Set 62 Cent. Da haben wir jetzt zwei so eine Tüten, Beutel, Taschen, wie auch immer drin, die man so aufhalten kann. Zwei Tags passend dazu und ein bisschen Band, wie man sieht. Zwei verschiedene Größen. Ich habe mich jetzt für die Variante entschieden. Irgendwie ist das Licht jetzt schlecht, weil der Turm schon so hoch ist.
die Variante, also das Tütchen und das Tütchen. Es gibt, glaube ich, auch sechs verschiedene. Und dann das, das ist mit so, ja, Roségold, schwarz und Kraftfarben. Das gefiel mir noch ganz gut. Habe ich das noch mitgenommen. Das lag jetzt, wo habe ich es gekauft? In Marzahn, in der Weihnachtsabteilung. Woanders habe ich es jetzt noch gar nicht gesehen. Keine Ahnung, ob es das momentan anders nicht gibt. Farbige Briefumschläge, je 59 Cent. Da gibt es ja immer mal ein paar andere Farbvarianten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Also doch, hier ist ein helles Blau drin, so ein Armeegrün, Khaki-Grün, ein dunkles Grün, ein dunkles Rot, also wieder schön für Weihnachten. Und dieses helle Rosa hier, und die benutze ich immer mal ganz gerne, wenn ich irgendwas mit Briefumschlägen bastel. Und dann das ist auch sehr weihnachtlich, dunkelgrün, ein helles Grün, ein Weinrot, ein anderes schönes kräftiges Rot und so cremefarben. Die kann man fast alle für Weihnachten benutzen von den Farben her. Daher sind die nochmal mitgekommen, 59 Cent. Dann für 95 Cent, das war das letzte, was im Regal lag, habe ich das einmal mitgenommen. Pearl Paint, ich habe mir bisher noch keine gekauft, aber gucken, vielleicht teste ich es aus oder sie landen in dem einen oder anderen Päckchen für den Adventskalender, mal schauen. Dann für, sind gleich durch, für 59 Cent habe ich nochmal mitgenommen, das waren die letzten zwei, die da lagen. Konnte ich dann nicht dran vorbeigehen. Einmal in Grün und einmal in Rosa, diese Blinkstickers. Die sind sicherlich auch sehr beliebt und kann man auch super im Adventskalender mit verpacken. Obwohl ich die meisten Sachen ja schon zusammen habe, aber man weiß ja nie. Dann ein so ein, oh, seht ihr das noch? Körbchen. Das ist jetzt in, das blendet total im Licht, in Pink. Hat die Größe 27,5 x 17,5 x 10 cm. Die mag ich ganz gerne, um da so kleinen Krams drin aufzubewahren. Da will ich jetzt vielleicht meine Stempelsets von AliExpress drin aufreihen. Mal schauen, ob das so passt. Ich denke aber, von der Größe her müsste das hinkommen. Da habe ich mich wahrscheinlich, oder hoffe ich, nicht vertan. Das Körbchen hat 1,69 € gekostet in dem Format. Und jetzt noch was, das habe ich aber nicht gekauft. Das hat mir, ups, sorry, die Tür quietscht. Meine Schwester hat letztens noch mitgebracht. Das habe ich zwar schon, aber das ist egal. Das ist jetzt dieses mit den, oh, sieht man da überhaupt noch was? Ja, auf dem Weißen sind halt Flamingos drauf. Das hatte sich irgendwie ein bisschen überschnitten. Das habe ich eigentlich auch schon, aber das ist nicht schlimm, habe ich ihr auch gesagt. Weil ich die einfach schön finde. Und wenn ich damit mal anfange, irgendwas zu dekorieren oder zu machen, das habe ich allerdings nur einmal. Dann kann man das noch gebrauchen. Wassermelone, Erdbeeren, Zitronen. Ja, ich stehe ja auf diese Motive. Total meins. Und von daher musste das einfach sein. So, dann sind wir auch schon durch. Ich habe euch alles gezeigt. Mein Tisch ist mega voll, wie ihr seht. Aber es lohnt halt nicht immer nach einem Besuch ein Video zu drehen. Von daher musste ich jetzt wieder ein wenig sammeln. Dann bis bald, ihr Lieben. Tschüss.